Im Reich der Aquaristik begrüße ich dich ganz herzlich heute mit unserer Bergpalme. Ja, was hat eine Bonsai-Bergpalme mit Aquaristik zu tun? Nicht viel, außer zum Lernen. Die Palme benötigt ein saures Milieu und relativ wenig Nährstoffe, aber doch kontinuierlich. So, aber wie kommen wir jetzt von der Bergpalme zur Aquaristik? Den immersen Bereich mit Zimmerpflanzen. Wir haben gemeinsam ein Projekt gestartet, und zwar das filterlose Aquarium, tada, auf dem Regal an der Wand. So, da haben wir damals auch Bergpalmen mit eingepflanzt. Das ist übrigens ein Geschwisterchen davon, und dann kann man auch mal den Unterschied gleich sehen, wie es jetzt im Aquarium, auf dem Aquarium über Wasser aussieht und halt mit der Palme hier in der klitzekleinen Schale, wohlgemerkt. So, das heißt im Klartext saures Milieu. Das würde bedeutet auch, dass wir im aquaristischen Bereich, wenn wir Bergpalmen pflegen möchten, ein saures Milieu im Wasser haben, damit die Bergpalmen tatsächlich optimal wachsen können im immersen Bereich, damit das eben auch gut aussieht und die Pflanze dementsprechend auch Inhaltsstoffe auf dem Wasser, aus dem Wasser aus, aufnehmen können. Denn wenn der pH-Wert zu hoch ist, also über 7, dann funktioniert das nicht. Also wir müssen tatsächlich tendenziell unter 7, am besten so pH 6, 6, 5. Das wäre so der optimale Bereich tatsächlich, wo die Bergpalmen Nährstoffe aufnehmen können, also Inhaltsstoffe aus dem Wasser, was natürlich vorteilhaft ist, insbesondere wenn man jetzt ein filterloses Aquarium betreibt, wobei es da viele Wege gibt, wie wir wissen. Aber interessant mal zu sehen, wie unterschiedlich die Pflanzen sich entwickeln. Denn bei unserem Aquarium an der Wand, auf dem Regal, filterlos, haben wir tendenziell momentan noch so einen pH-Wert bei 7, ganz leicht drunter manchmal, ganz leicht drüber manchmal, ist also noch nicht im optimalen Bereich, ich versuche es hinzubekommen, ist aber, wie gesagt, ich bin ja noch am Basteln in dem Sinne, am Wurscheln. So, okay, jetzt habe ich viel geredet schon und dich lange aufgehalten, ich hoffe aber trotz alledem, dass es dich nicht so sehr langweilt, denn ich meine, sowas mitzunehmen, ja, kriegt man auch nicht alle Tage zu sehen, und was du jetzt zu sehen bekommst, und jetzt gehen wir erstmal zu unserem filterlosen Aquarium, an der Wand, auf dem Regal, und dann sehen wir mal den Unterschied zwischen Bergpalme und Bergpalme. Dann schauen wir zunächst mal die Palmen im Vergleich an. Das ist jetzt die Palme, die wir gerade gesehen haben, die ja auch tatsächlich blüht. Leider gibt es hier Männlein und Weiblein. Es scheint aber so zu sein, hier siehst du diese Stange rauskommen, da, das voraussichtlich noch ein Blütentrieb hinterherkommt. Ja, okay. Aber die sind leider, wie sagt man so schön, nicht einhäusig. Sie wohnen nicht zusammen in einem Haus, Weiblein, Männlein, sondern jedes für sich, also zweihäusig leider. Naja, egal. Okay, vielleicht kriege ich es ja irgendwann hin, dass die anderen dann auch mal blühen, wenn sie größer werden, wenn wir das dann schaffen. So, also man sieht, jetzt sieht man den Vergleich mal. Ne? Wie gesagt, das sind Geschwister, die sind alle gleich alt. Die sehen also nicht so wirklich schön aus, aber wie gesagt, wir versuchen das trotz alledem hinzubekommen. pH-Wert ist ja knapp über 7, also wir sind schon auf einem guten Wege auf jeden Fall. Hier sehen wir jetzt einen Eichenklotz, der schon abgesunken ist. Hier ist noch einer drin. Warte mal, ich versuche mal eben, ob ich das hinbekomme. Ich mache mal das andere Licht aus hier. Vielleicht können wir dann ein bisschen besser reingucken in die Geschichte. So, da oben, genau, da schwimmt auch noch ein Eichenklotz, da sieht man meine Birne, da. Ne? Und da müsste auch noch einer drin rumschwimmen, der schon länger dabei ist, den sehe ich jetzt aber gerade gar nicht so wirklich. Genau, weil der liegt nämlich dahinter, genau, das dürfte der neue sein, oder das, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich glaube, das ist der ältere hier, genau. Und das ist der neuere. Also wir haben schon drei Stücke drin liegen und trotzdem, mal gucken, ich habe ihn vorhin erst reingehangen. Und ja, wir sind, wie gesagt, schon mal bei knapp 7. Das ist schon gut für Lavagranulat und Lavawand. Kriegen wir das hin? Ich zoome mal da hinten rein. Nein, kriegen wir leider jetzt in dem Falle nicht. Aber ich meine, wir kennen die Wand ja da hinten drin. Ne? Ist komplett beklebt, die ganze Wand mit Lavasteinen. Und hier oben kann man es auch erkennen. Ne? Mal so einen Aufbau gemacht, damit wir die Pflanzen halt auch reinpflanzen konnten. Und das hat also wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Aber wir haben halt einen relativ hohen pH-Wert. Das wäre natürlich für Neocaridina optimal in dem Sinne. Ne? Aber wir haben halt Caridina drin und eben auch Pflanzen, die ein saures Milieu mögen. Und dementsprechend funktioniert das halt nicht so richtig. Anfangs ging es, aber irgendwann war dann halt Feierabend.
Ich will mal eben gucken, da kommt eine kleine neue Spitze rausgewachsen. Das müssen wir jetzt beobachten, ne? Das dauert natürlich, bis man dann tatsächlich ein Ergebnis sieht, denn die Blätter werden sich jetzt hier nicht mehr verändern, ne? Also die werden nicht schicker werden. Die können wir später mal abschneiden, wenn ein paar nachgewachsen sind, das ist klar. Aber ansonsten werden wir dort nicht wirklich viel machen können. Ich versuche mal da rein zu zoomen. Da hinten sehen wir eine Karidina. Das sind jetzt die Wurzeln von dem Farn. Ja, schade, dass wir nicht so wirklich reingucken können. Ne? Ja gut, ist jetzt aber auch oben wieder gut bewachsen, von daher. Nun gut, auf jeden Fall in der Thematik insgesamt eine sehr interessante Sache, ne? Wie Pflanzen halt wachsen, wenn sie optimal und eben nicht optimal versorgt sind. Das liegt tatsächlich einzig und allein am pH-Wert, klar an Nährstoffen, auch logischerweise, aber in dem Sinne dann zweitrangig. Ja, okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal in dem Sinne ready. Hier kommt auch eine neue Stange rausgewachsen. Die wächst auch sehr schnell. Das sieht man, weil die hier noch weiß ist. Ne? Also der schießt jetzt wie verrückt raus hier und bildet ein komplett neues Blatt bald aus. Und das geht also rasant. Ja, tolle Sache. Okay, yippie, dann schauen wir mal, was wir gleich machen. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsprojekt im Moment, und zwar die Panda sind los, jawohl. So, da krabbelt gerade eine von denen, die noch verpaart werden sollen, hier mit den Pandas. Und zwar machen wir mit den Pflanzen weiter dann tatsächlich und werden einen Rückschnitt heute machen. Das ist das erste Mal, dass ich es bei den Pflanzen mache insgesamt, damit wir da auch, ja, weiter lernen. Denn einfach nur wachsen lassen ist zwar ganz schön, ne? Aber irgendwann wird es halt auch zu viel. Und zum anderen sind das schon besondere Pflanzen, die ich dann auch vermehren möchte. Und zu den Pflanzennamen kommen wir dann gleich auch nochmal. Und halt auch eben dementsprechend zur Vermehrung. Rückschnitt. Und da ich nun mal Gärtner bin, wisst ihr schon, was dann passieren wird. Ne? Ganz genau. Ja, auf jeden Fall wird das Gesamtbild definitiv hier verändern werden. Das steht schon mal fest. Okay. Es geht gleich los. Ich habe schon einiges vorbereitet. So, ich habe jetzt hier 1 Liter von dem Aquariumwasser genommen, habe das hier reingepackt, wohlgemerkt 1 Liter. Dann habe ich mir einen Teelöffel genommen und habe dort Wasserstoffperoxid eingefüllt, 6%ig. Und in den Teelöffel gehen tatsächlich 3 Milliliter rein. Das ist mir allerdings ein bisschen zu viel. Da wir jetzt eine 6%ige Lösung haben, würde ich sagen, nehmen wir mal die Hälfte davon. Das wären dann genau 1,5 Milliliter, Pi mal Daumen ungefähr. So, ne? Und das geben wir jetzt hier in 1 Liter von dem Wasser rein. Und hier werden wir dann unsere Pflanzen, ja, desinfizieren drin. Auch nicht allzu lange, deswegen habe ich den Wecker hier hingestellt, damit ich das nicht übertreibe. Jetzt müsste ich den allerdings mal eben ein bisschen umrühren. So, alles immer schön parat, nicht irgendwo hinlegen, sondern, ne, der Löffel ist halt in den Becher gewandert, weil ich halt damit Wasserstoffperoxid abgemessen habe. Und ich habe das auch über den Becher gemacht, damit mir nichts irgendwo hinflüttert. Ne? Besser ist das. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet und dann würde ich sagen, schneiden wir jetzt die Pflanzen radikal zurück und dann schmeiße ich die da oben rein, dass du schon mal weißt, ne? Weil ich von der Einstellung her werde ich wahrscheinlich nicht hin und her können. Ne? Die Vorbereitung haben wir jetzt gemeinsam mitgenommen und dann geht es jetzt ans Schnippeln. Dann kann es endlich losgehen, selbstredend, Werkzeuge einmal vorher. Heißes Wasser, ne? Ganz klarer Fall. So, ich weiß es noch nicht. Wir machen es heute das erste Mal. Pass auf, wir fangen einfach an und werden das dann auch in Teile zerlegen. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier, wenn ich jetzt in die Kamera gucke, ob das passt. Müsste passen, ne? Das heißt also, wir schneiden nicht zu lang, nicht zu viel ab. Ja, ich meine von der Länge her nicht zu viel, damit wir halt mehrere Einzelstücke bekommen. So, jetzt ist natürlich, kommt hier oben schon eine Luftblase raus, die Frage, wie tief gehen wir? Wenn wir das jetzt so lassen würden, würde er hier oben wieder austreiben und anfangen zu wachsen. Das wäre jetzt nicht so optimal, denn hier unten soll sich ja auch eigentlich alles mal neu entwickeln, denn auch die unteren Blätter werden irgendwann halt, ja, ich sag's mal so, wie es ist, alt, ne? Also gucken wir mal, dass wir das Ganze dann dementsprechend so tief wie möglich abnehmen. Ich guck mal eben, dass wir so, warte mal, hier ist ein Blatt, da ist ein Blatt noch in der Erde tatsächlich mit drin, also im Soil. Da kommt das nächste, ich würde sagen, über dem dritten Blatt
komme ich da jetzt so dran. Schneiden wir das einfach mal ab. Ich glaube, muss man eben just die andere Brille aufsetzen, sehe ich gerade. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn. Okay. So, da kann der erstmal an die Oberfläche schwimmen. Bei dem würde ich auch sagen, machen wir auch zwei Teile von hier. So, einmal zack. Und einmal im unteren Bereich dann auch wieder. Ich muss nur aufpassen, ich weiß nicht, inwieweit die wie eingewurzelt sind. Ne? Schneckis und so machen wir dann gleich vorher ab, logischerweise. Ne? Dass wir die nicht mit ins Wasserstoffperoxid packen, das wollen wir nicht. So, wieder mal weg. So, dann haben wir die beiden amerikanischen Kammblätter schon mal zurückgeschnitten. Jetzt muss ich allerdings mal eben gucken in der Einstellung. Obwohl, nee, komm. Ich glaube, das kriegen wir so hin, ne? Doch, kriegen wir so hin. Pass mal auf. Das kriegen wir so hin. Ich sag's dir, du. Ja, Unterwassergärtnern ist so eine Sache, ne? Okay. Die lassen wir noch hier. Die schneiden wir noch nicht zurück. Aber hier hinten die auf jeden Fall. Und hier würde ich sagen, machen wir das genau das Gleiche. Wir schneiden erstmal die Köpfe alle ab hier auf einer gewissen Länge. Ich muss mal eben just in die Kamera gucken, dass ich meine Hand da nicht vorhabe. Ja, müsste passen. So, dann, ne, jetzt haben wir sie einmal zurückgeschnitten. Und jetzt ist aber auch hier so, die würden jetzt hier oben wieder austreiben und wieder nach oben wachsen. Und die unteren Blätter würden irgendwann immer hässlicher werden. Also werden wir auch hier einen radikalen Schnitt machen. Ja, ist so. Nutzt alle nichts. Ne? Wenn denn der Gärtner erstmal zugange ist, dann macht er das halt alles kurz und klein. So, muss ein bisschen aufpassen. Der steckt nämlich gar nicht ganz im Zoll drin, hier sehe ich gerade. Okay, ist nicht so schlimm. Zap, einmal ab. Und dann einmal den Erlenzapfen an die Seite, sonst sehe ich nämlich nichts hier. So, Dalle. Okay, auch hier schneiden wir so tief, wie es irgend geht. Ne, sodass so zwei, drei Blättchen dran bleiben, würde ich sagen. So. Ja, sorry, dass ich euch jetzt ärgere da hinten. Aber ich muss hier einfach mal hin. Ich habe Angst so ein bisschen, dass ich die Garnelen köppe. Ist so, ne? So, dann haben wir den Bereich auch schon fertig. Ja, siehst du, es ist Kahlschlag, ne? Ist definitiv so. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Es kommt auf nicht darauf an, wie es jetzt aussieht, sondern darauf an, was man für ein Ziel erreichen möchte. Ne? So, dann schneiden wir die nächsten auch gleich zurück, würde ich sagen. Kriegen wir das so hin noch im Bilde? Ja. Ne? Also mal auf den ganz langen hier, den würde ich sagen, da machen wir auf jeden Fall schon mal einen Kopf von. Ein Kopfsteckling. So, da denn? Jawohl. Okay. Hm. Ja, muss allerdings kommen. Es wird jetzt so richtig ratzefatze. Auch hier gucken wir, dass wir so ein paar Blättchen unten stehen lassen. Und der Rest wird einfach jetzt einmal eingekürzt hier. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und das macht Spaß, muss ich sagen. Wenn der Gärtner erstmal zugange ist, dann geht schon mal richtig hier die Post ab. So, okay, den noch. Und den da hinten auch noch. So, da lebt. Und jetzt ist einer gerade verkehrt rum, muss ich mal eben die Schere in die linke Hand nehmen. Sonst komme ich dann mich nicht dran. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt mit links, weil ich bin kein Linkshänder. Aber ich merke schon, das ist ja nicht so gut, aber okay. Es ist ja nur ein Schnitt. Zack und ab. Jawohl. Okay, siehst du wohl. Und schon ist der Rückschnitt vollbracht und die Hässlichkeit. Obwohl, es sieht natürlich jetzt cool aus mit dem Süßwassertang. Ne? Da haben wir doch so einen schönen grünen Ball und den lassen wir auch noch so. Da machen wir im Moment noch nichts dran. Ja, okay. Alles andere überlege ich mir gleich noch. Ich würde ganz gerne diese Pflanze auch noch zurückgeschnitten haben hier, die hier so lang rüber wächst. Die wächst hier mehr nach oben, ne? Und kriecht hier halt über den Boden. Aber da gucken wir gleich nochmal genauer. Ich lasse es erst nochmal. Weil da habe ich nämlich gerade auch den Namen nicht parat. Vielleicht kann uns der Werner dann nochmal helfen in dem Sinne, von dem wir die Pflanzen damals bekommen haben. Ja, okay, das heißt im Klartext, jetzt kommen die Pflanzen erstmal, ja, desinfiziert. Irgendwann ist immer das erste Mal. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir haben ja hier auch noch Garnelen drin, ne? Und die sollen hier natürlich nicht mit drankommen, deswegen rütteln und schütteln. Und nochmal kontrollieren, ganz wichtig. So, und dann einmal hier ins H2O2-Bad. Hoffentlich kriegen wir jetzt alles da rein. Ja, wenn nicht, lege ich gleich irgendwas drauf. Muss man mal gucken, ne? So, rütteln und schütteln. Und einmal rein. Und das mache ich jetzt mit allen Pflanzenteilen, die wir halt hier drin haben. Ne? Wenn jetzt diese Mützenschnecken da dran sind, das ist mir eine Wurscht. Das ist nicht so schlimm. Die vermehren sich wie sonst was.
Die, ja, da ist es jetzt eben nicht so wichtig, ist halt so, machst du nichts, ne? Also um einen heißen Brei rumreden, das ist halt so, aber Garnelchen wollen wir hier nicht mehr drin haben. Bei den Pflanzennamen muss ich mal gucken, ich schreibe sie wahrscheinlich irgendwie rein gleich, nachher dementsprechend, ne? In die Beschreibung, nicht in die Beschreibung, sondern in den Film, dass du weißt, welche Pflanzen das jetzt sind, die wir halt jetzt geschnitten haben, ne? Und wie gesagt, bei den anderen Pflanzen müssen wir mal gucken. Da sind wir auch noch ganz am Anfang, was Pflanzen insgesamt angeht. Aber ist schon mal klasse, wie diese Pflanzen sich hier mit der ganzen Gegebenheit entwickelt haben. Ne? Schon richtig klasse. Und das Schöne ist jetzt, die Pflanzen kommen dann in ein anderes Aquarium. Also ich werde hier nicht noch mehr davon reinpacken. Ich möchte keine, ich sag mal, Pflanzenlandschaft komplett Wildnis machen, sondern das, was jetzt geschnitten haben, wird sich sowieso von alleine noch vermehren. Sondern die Teile kommen dann woanders rein. Und dann können wir mal sehen, wie die Pflanzen sich dann in dem Aquarium entwickeln werden. Ne? Also es ist schon, wenn man erstmal so ein, zwei Pflanzen hat, ne? Ratzfatz hat man ganz so viele. So, jetzt muss ich den Kram da hinten aus der Ecke noch rausziehen irgendwie hier. So, da auch, guck dir mal diese Farben an. Ne? Das ist schon crazy. Also richtig klasse. So, auch hier rütteln und schütteln, dass wir keine Babys mitnehmen von den Garnelen. Und kann man das überhaupt alles so sehen? Ja doch, ne? Kann man. Und dann kommt der Kram hier mit rein. Die sind auch recht fest, die Blätter hier tatsächlich. Richtig klasse. Alles ist schon schön. Das macht schon Spaß. Ne? Vor allem, wenn man dann so im Laufe der Zeit sieht, wie die Pflanzen sich entwickeln, wie man sie zurückschneiden kann, wie man sie vermehren kann. Ne? Und im Prinzip haben wir ja solche Pflanzenteile geschenkt bekommen. Ne? Also mehr war das ja nicht. Also, und ich muss sagen, das hat sich alles prächtig entwickelt. So, da hinten schwimmt noch ein bisschen was rum. Das muss ich mir auch ein bisschen beeilen, sonst sind die einen Pflanzenteile gleich 5 Minuten drin und die anderen 10 Minuten. Ne? Ist halt so, machst du nichts. Ne? Also, genau. Ja, in dem Bad bleiben sie jetzt 5 bis 10 Minuten in dem Sinne. So, haben wir jetzt alle raus hier? Ich glaube ja. Ich gucke nochmal. Da hinten ist noch eine. Nehmen wir dich auch noch mit hier. Komm her. Zap, zap. So, da der. Okay. So, nochmal rein und raus. Ja, Vorsicht. Ist die Mutter der Babys. So, okay. Jetzt gucken wir natürlich, dass das Ganze auch wirklich untergetaucht ist. Ich muss gucken, wenn nicht, lege ich gleich eben irgendwas da drauf. Ja, eben schnell jetzt aber auch tatsächlich. Sonst ne, passt das mit der Zeit nicht. Also, wie gesagt, ungefähr. Ist 12, kurz nach 12 würde ich sagen, lassen wir sie erstmal da drin baden. Wir haben es jetzt 12, also ich sehe überhaupt keine Reaktion, in keinster Art und Weise, auch bei den Mützenschnecken nicht oder so. Also ich werde jetzt die anderen 1,5 Milliliter, die ich vorhin raus weggenommen habe im Prinzip, ne? Wir hatten ja 1,5 dazu. Und werden jetzt nochmal 1,5 Milliliter dazugeben. Ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das einfach zu wenig ist. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ne? So, dann rühren wir das Ganze nochmal ein bisschen um hier. Und lassen das dann nochmal eine gewisse Zeit drin. Wie lange sehen wir dann gleich tatsächlich? Weil ich beobachte das hier. Ich stehe hier davor und gucke mir das an. Ne? Und ich habe jetzt also überhaupt gar keine Reaktion feststellen können. Und von daher mache ich das Ganze dann jetzt halt in der doppelten Konzentration, also jetzt 3 Milliliter auf 1 Liter von der 6%igen Lösung und guck mal, inwieweit wir gleich hier vielleicht eine Reaktion sehen werden. So, gucken wir mal, dass wir alle Pflanzenteile nach Möglichkeit unter Wasser kriegen. So, und da warte ich jetzt tatsächlich nochmal. So ein paar Mützenschnecken liegen da unten schon mal rum. Ja, also reaktionsmäßig ist auch jetzt nichts wirklich zu erkennen. Nun ja, es ist so wie es ist. Ich werde die Prozedur also jetzt erstmal beenden, um auf der sicheren Seite zu sein. Nicht, dass mir meine Pflänzchen hier sich in Wohlgefallen auflösen. Das ist jetzt so ein Erfahrungswert, den muss ich erstmal mitnehmen. Ne? Also da liegen schon so ein paar Mützenschnecken rum. Wir sehen vielleicht da auch eine. Die hat sich gelöst vom Blatt, die schwebt da mehr oder weniger in der Gegend rum. Auch wenn wir sie so jetzt nicht sehen, lol, wieso nicht? Na egal. Auf jeden Fall, ja, lass uns überraschen, ob es aus diesem kleinen Experiment dann werden wird. Nach wie vor alles, wie gesagt, zum Lernen, ganz wichtig. So, also wir haben es jetzt 15:15, also insgesamt sagen wir mal 20 Minuten war das jetzt hier. Einmal mit der 1,5 Milliliter und einmal mit 3 Milliliter auf 1 Liter von der 6%igen Lösung. Also, okay,
wie gesagt, um jetzt auf der sicheren Seite zu sein, kommt das Wasser raus. Dann nehme ich mir hier nochmal einen Liter Wasser, packe den nochmal hier rein und dann lasse ich das bis morgen erstmal einfach stehen und guck mal, was sich da getan hat oder auch nicht in dem Sinne. We are back. So, knapp 11 Stunden später. Gucken wir mal eben, wie das jetzt aussieht. Wir sehen hier unten lauter Mützenschnecken rumliegen. Also die Verfahrensweise hat auf jeden Fall funktioniert. Inwieweit die Pflanzen jetzt noch in Ordnung sind oder gelitten haben, kann ich allerdings noch nicht feststellen. Wobei ich hier gerade sehe, da sitzen noch 2 Mützenschnecken direkt an der Scheibe. Ja, bleibt abzuwarten. Wie gesagt, Learning by doing. Ich werde sie noch hier im Kasten drin lassen und bis heute Abend auf jeden Fall noch beobachten. Ich habe auch schon wieder noch eine andere Idee, pflanzentechnisch Vermehrung. Aber okay, kommen wir dann ein andermal zu, denn das muss ich selber erstmal ausprobieren. So, ansonsten werde ich jetzt hier Wasser nachfüllen. Und da hat sich auch etwas gezeigt. Also hier tut sich noch nichts, ne? Das wird natürlich ein paar Tage dauern, bis wir da Neuaustrieb sehen. Aber was interessant ist, ist bei unseren Bucephalandra, bei der Rosmarin hier, die hatte ja, wie soll man sagen, der Kopf war mehr oder weniger abgefault. Ne? Das sieht man auch im oberen Teil noch, da ist noch dunkel. Aber wir sehen hier im unteren Bereich, dass sie wieder am Wachsen ist. Also hat sie es dann doch geschafft. Und die andere Bucephalandra, das ist die Velvet Mini. Die tat sich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen, aber mittlerweile sehen wir auch hier tatsächlich Neuaustriebe. Die haben wir einfach zwischen die Felsen gequetscht. Hier wachsen so ein bisschen Algen momentan, aber aus Erfahrung weiß ich schon, es kommt und es geht. Das ist definitiv so. Ne? Becken verändern sich im Laufe der Zeit und von daher einfach abwarten. Da mache ich also gar nichts. Das ist so, wie das ist. So, gehört auch einfach zur Natur dazu. Aber hier gibt es ein kleines Problem beim Hang-On-Filter. Durchfluss ist noch okay, das ist nicht das Problem. Wir haben ja hier diese grobe Filtermatte drin. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie das hier. Also das funktioniert richtig klasse. Seitdem wir das drin haben, haben wir auch keine, ich sag's mal, Verstopfung oder so. Das Einzige hier, den werde ich wohl bald mal sauber machen müssen. Aber hat auch lange gehalten, muss ich sagen. Das Problem hierbei ist, hier hat sich eine Brücke gebildet. Wir haben nicht das Problem bei dem Hang-On-Filter, dass der leider, sehr tief ins Becken reinragt. Und dadurch können wir also nicht wirklich das Becken bis oben hin voll machen. Denn ansonsten krabbeln uns die Garnelen hier in den Filter rein und verenden da drin dann auch. Und das ist natürlich nicht der Burner. Und wie gesagt, jetzt hat sich hier eine Brücke gebildet aus Algen. Und das ist jetzt nicht tragisch, ne? Also im Gegenteil, das ist sogar vorteilhaft eigentlich, ne? Denn die Algen holen ja auch was raus aus dem Wasser. Das Problem ist halt nur, die Garnelen können jetzt natürlich über diese Brücke reinkrabbeln in den Filter. Und das ist natürlich nicht optimal. Ich versuche jetzt einfach mal die Algen abzuzuppeln. Die können auch ruhig hier mit ins Becken rein, das fressen die dann auf. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen können. Ne, leider nicht. Egal. Auf jeden Fall werden die dann von den Garnelen schnabuliert. Ich versuche mal eben, ob ich das so hinbekomme. Ansonsten muss ich gleich mal den Filter ausmachen. Nicht, dann werde ich einfach mal hier oben so ein bisschen dran rumkratzen. So, dann fällt das nämlich alles hier rein. Ups, ja genau, siehst du wohl, ne? Und das ist Futter. Das ist Futter für die Garnelen. Eine richtig klasse Sache. So, dann kratzen wir das einfach mal hier oben ab. Und dann haben wir das schon wieder sauber. Und somit haben wir die Brücke im Prinzip hier entfernt, ne? Dass die Garnelen uns da nicht reinkrabbeln. Das wäre echt fatal. Das hatte ich nämlich zu Anfangs gehabt, da hatte ich dann nicht drauf geachtet, da hatte ich den Wasserstand so bis hier ungefähr. Ne? Ja, und da sind die da reingekrabbelt. Da hatte ich allerdings hier diesen Filterschwamm noch nicht drin. Ne? Jetzt können sie im Prinzip, wenn sie reinkrabbeln, auf dem Filterschwamm rumkrabbeln. Wäre dann auch nicht so dramatisch, denke ich mal. Ne? Aber okay, auch das sind alles so Faktoren oder Lernfaktoren in dem Sinne, die man im Laufe der Zeit mitnimmt. Ne? So, jetzt einfach mal so sporadisch gemacht. Ich nehme gleich meine Bürste oder was und mache das dann mal richtig sauber. Gut, jetzt sehen wir auch den Durchfluss wieder. Richtig klasse. Ne? Also das mit dem Hang-On-Filter ist eine richtig geniale Sache. Aber wir haben verschiedenste Methoden der Filterung in dem Sinne, um halt auch zu lernen, ne? Was, wie, wo funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. So, okay, das dann dazu. Dann haben die jetzt erstmal mehr als genug zu schnabulieren. Wobei es gab gerade Futter, unser Special-Futter, wobei ich da noch dran arbeiten werde jetzt wieder. Denn es hat sich gestern gezeigt, ich habe sie nämlich nochmal
nicht nochmal, sondern nach ein paar Wochen jetzt mit etwas anderem gefüttert, was etwas proteinlastiger war, sage ich mal. Ne? Und da sind die voll drauf abgefahren, als wenn sie, ja, ich sag mal so, Heißhunger drauf hatten. Von daher muss ich da in der Zusammensetzung nochmal ein bisschen anders arbeiten. Aber insgesamt funktioniert das mit dem Futter gut. Also wir füttern eigentlich nur mit diesem Futter. Ja, okay. Also wie gesagt, hier auch ganz klarer Fall. Beobachten, gucken, was sich wie entwickelt. Achso, ich werde jetzt gleich Wasser nachfüllen. Es verändert sich etwas, wenn man eingreift. Wir haben hier komplett die Schwimmpflanzen oben rausgenommen, die Salvinia minima, weil das war mir einfach zu heftig gewesen. Hier gibt es aber keine große Veränderung, außer dass sich langsam wieder Grünbelag hier entwickelt, weil jetzt wieder Licht reinkommt. Das ist natürlich richtig klasse. Wir sind gerade alle am Schnabulieren. Die Pflanze wächst wunderbar heraus. Sie hatte sogar geblüht gehabt. Können wir jetzt leider nicht mehr sehen. Ich glaube, die Blüte haben sie jetzt weggefressen. Mal eben gucken. Ne, da ist nichts mehr. Ist jetzt tatsächlich weg. Ja, aber die Blätter wachsen wunderbar raus, muss ich sagen, jetzt hier. Das ist richtig klasse. So, es gibt aber eine große Veränderung, und zwar bei dem Becken. Hier hatte ich auch ordentlich Salvinia minima rausgenommen. Hier sehen wir auch die Garnelen am Schnabulieren. Mit unserem Special-Futter. Das klappt klasse. Aber wie gesagt, es fehlt etwas Protein, habe ich das Gefühl. So, okay. Hier haben wir das ganze Moos rausgeholt. Und du siehst, das Wasser im Verhältnis kann man da... Es blendet natürlich so ein bisschen... wie soll ich das sagen? Also hier ist das Wasser klar. Ne? Auch wenn es so ein bisschen scheinbar... Es kommt durch die Lampe halt. Ich kann es nicht ändern. Ne? Es ist auf jeden Fall klar. Wie kriegen wir das denn irgendwie mal besser hin? Na, egal. Hier ist es ein bisschen trüb, ein bisschen milchig das Ganze. Das Glas ist komplett bewachsen. Hier auch mit Algen. Wie kann man das jetzt verdeutlichen? Warte mal, ich nehme mal eben die Pinzette und gehe da mal mit rein. Vielleicht kann man das dann ein bisschen erkennen. Na, nicht wirklich, ne? Auf jeden Fall, doch, man kann es sehen, ne? Es ist also komplett hier jetzt bewachsen mit Algen, die sich entwickeln, voraussichtlich Punktalgen. Wir haben hier das komplette Moos rausgeholt, ja, weil ich es nicht mehr haben wollte. Es war komplett zugewachsen, ne? Und bedingt dadurch, durch diesen Eingriff, gibt es jetzt eben diese Veränderung, dass es halt ein bisschen milchig ist. Das wird eine Vorstufe sein von Algen in dem Sinne, eine Algenblüte könnte man sagen. Ich hoffe mal, dass sich das wieder selbstständig behebt. Ich werde Wasserwechsel jetzt am Wochenende machen, entweder heute, ja, oder Montag, muss ich mal gucken. Sorry, Hand mal wegnehmen. Werde die Scheibe sauber machen, Wasserwechsel machen, aber ganz normal bei 30% und das Ganze weiter beobachten. Denn es kann durchaus sein, dass die Algen, die sich jetzt an den Scheiben entwickeln, dann doch, wie soll man sagen, die Nährstoffe rausholen aus dem Wasser und somit die Grundlage für diese Schwebealgen, ja, entfernen, dass die dann selbstständig sich nicht weiterentwickeln, sondern zurückgehen. Das ist so die Vermutung, die ich habe. Es ist halt so, wenn du eingreifst in ein Becken mit so großen Maßnahmen, dann verändert sich etwas. Das ist nun mal so. Ne? Gut, ich könnte jetzt ein bisschen mehr Pflanzen reinpacken in dem Sinne. Obendrauf nochmal. Aber ich belasse es erstmal so, um das auch zu beobachten. Ne? Es ist auch hier Learning. Learning by doing. So, dann zeige ich dir mal etwas kurz, und zwar das hier. Und zwar sind das unsere, ja, fleischfressende Pflanzen. Das sind die Rotundifolia. Pass mal auf. Und zwar habe ich die geflutet bis oben hin mit reinem Wasser. Hatte ich ja gesagt, dass ich das mache. Ne? Und ja, eine ganze Woche habe ich das Wasser drin stehen lassen. Eine ganze Woche. Vor 2 Tagen ungefähr habe ich es dann rausgegossen. Und dann können wir jetzt mal die Drosera Rotundifolia sehen, dass es ihnen also nichts ausgemacht hat, auch wenn ich jetzt keine guten Aufnahmen hinbekomme. Ich versuche noch mal ein kleines bisschen näher dran zu kommen. Also das sieht richtig klasse aus. Ich drehe noch mal kurz, denn hier wachsen auch kleine, da unten beispielsweise. Na gut, ich hätte das Glas vielleicht mal sauber machen sollen. Aber ich denke mal, man kann es erkennen. Es geht ihnen also wieder gut, ne? Denn die waren auf dem Rückmarsch gewesen. Es funktionierte nicht wirklich mehr, weil ja, nun ist auch schon lange drin und nie irgendwas wirklich gemacht. Auch hier kann man erkennen, dass also lauter kleine Babys wachsen. Ja, also das hat den
gut getan, das Fluten insgesamt. Ja, tolle Sache, auf jeden Fall. Ich hatte ja mal Biozyme hier drauf gekippert. Und mal, ich gucke nochmal, ob wir das noch sehen können. Hier kann man es noch so ein bisschen erkennen. Und als ich das geflutet hatte, haben die Biozyme wie so einen Teppich gebildet hier. Ja, Biofilm. Ne? Und das sah richtig interessant aus. Okay, jetzt in dem Zug im Wasserwechsel ist das mit rausgekommen, mehr oder weniger. Ein Teil ist noch drin tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit sich das wieder entwickeln wird. Gedüngt habe ich noch nicht, werde ich aber voraussichtlich machen. Denn wie gesagt, das ist Soil, ungedüngter Soil. Und ich habe hier eigentlich noch nie gedüngt. Und dementsprechend sind die Pflanzen eben auch so klein. Ne? Denn normalerweise sind die tatsächlich viel größer. Aber ist okay, auch das so ein Just for Fun Nebending im Prinzip. Okay. Und wie geht es den Panda X Wild, also die Kreuzung? Ne? Wir hatten ja die Mutti hier rausgeholt und hatten das Ganze mit Osmosewasser aufgefüllt. Denn das hatten wir irgendwie mal verpeilt. Ne? Den geht's gut. Hier sieht man einen tatsächlich. Hier sind aber mehrere, da unten sitzen auch noch welche. Also den hat die ganze Prozedur gar nichts ausgemacht. Wasser habe ich noch nicht gewechselt, das werde ich dann in dem Zug jetzt auch mal machen. Auf jeden Fall eine interessante Sache, dass die das so abkönnen. Ne? Das ist also, man könnte echt von Abhärtung sprechen bei den Garnelen hier. Denn zum Teil machen die doch einiges mit, muss ich sagen. Also wo man eigentlich sagen würde, das geht gar nicht, die sind so empfindlich. Ja? Denkst du, Schiete piepen, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig, die sollen einfach alles mitmachen. Abhärten fürs Leben, könnte man auch sagen. So, der Trupp entwickelt sich nach wie vor richtig klasse. Ich werde in dem Zuge gleich auch nochmal ein anderes Futter füttern, damit wir ja, die Trupps mal ein bisschen näher zu Gesicht wieder bekommen. Denn hier touren sie jetzt natürlich überall rum, weil das Staubfutter ja, ist halt überall in dem Sinne präsent jetzt. Und von daher... Gut, jetzt kann man Tiere einzeln beobachten, wenn man möchte. Ne? Aber ich möchte sie doch mal im Trupp tatsächlich auch wieder zeigen. Und zeigen werde ich dir noch etwas. So, hier sind sie auch am Schnabulieren. Die wilde Bande, das Ding muss ich wieder sauber machen. Ja, ist schon wieder verstopft. Da muss ich mir doch mal was anderes überlegen. Aber da müsste ich einen Schlauch besorgen, der halt dunkel ist. Aber wie heißt so schön, eins nach dem anderen. Ne? Trotz alledem funzt das richtig klasse. Vor allem mit der Lindernia rotundifolia hier. Also die Pflanze macht sich prächtig, die wächst ja auch immers hier raus und sieht richtig toll aus. Aber bei jeder Aktion, die ich hier mache, sinkt das wieder ab in dem Sinne. Ne? Aber toll, dass das so funktioniert. So, Babys, dann gucken wir mal eben, ob wir schon was sehen können. Nein, noch nicht, die haben es noch nicht geschnallt. Das wird wohl noch eine halbe Stunde dauern. Weil gestern waren sie tatsächlich schon an der Oberfläche. Und haben schnabuliert. Da sitzen mehrere. Ich hatte letztes Mal im Zeitraffer gezeigt, wie das aussieht. Oh, hier kann man auch schon so erkennen. Guck mal, ne? Die wachsen sogar richtig gut, muss ich sagen. Also genial. Wasserwechsel? Nein, war tatsächlich noch nicht. Denn ich bin auch in der Thematik, ach, jetzt wird der Akku rot, in der Thematik auch so weit, weil ich das bei jemand anderem gesehen habe. Viele Pflanzen, ne? Reinigen das Wasser selbstständig, ohne dass man Wasserwechsel machen muss, außer eben Wasser nachfüllen, aber natürlich auch Mineralstoffe nicht vergessen. Und deswegen haben wir halt unser Spezialfutter, da ist nämlich alles mit drin. Also das ist insgesamt eine ganz tolle Thematik, muss ich sagen. Also dass das so genial funktioniert, ne? Richtig klasse. Gut, sie werden umziehen, ganz klarer Fall. Ne? Das war jetzt eine Geburtsstation, kann man sagen. Ne? Die sind jetzt hier im Brutkasten. Entwickeln sich prächtig, bekommen jetzt aber ein neues Becken, definitiv, ne? Damit wir diesen Trupp von den drei Muttis auch weiter begleiten können, wie sie sich entwickeln und vor allen Dingen, was wir dann später damit mal machen. Aber das System insgesamt, filterlos, ne? Ganz tolle Sache, muss ich sagen, also dass das so gut funktioniert, aber auch hier im Verhältnis Wasser, sagt man so, ne? Und Pflanzenmenge zu den Tieren. Ne? Im Moment passt das, weil es sind Babys. Aber wenn sie größer werden, passt das natürlich nicht mehr. Das ist ganz klarer Fall. Da kannst du hier in so einem Gläschen vom Volumen her... Ja gut, wenn man das jetzt mal umrechnen würde... Warte mal, wir haben bei den anderen Becken ungefähr Pi mal Daumen 17 Liter drin. Wenn da 100 Tiere drin sind, das wären dann
17 Liter, 100 Tiere. Ach meine Güte, Mathematik am Mittag, lol. Das wären pro Tier wie viel Liter? Ja, lustig. Jetzt habe ich gerade voll den Hänger. Ist aber auch egal, kannst du selber rechnen, ne? Okay, das einfach nur so dahingeschmissen. So, das Ding läuft mittlerweile 3 Wochen ohne Wasserwechsel hier. Hat sich prächtig entwickelt. Kräftiges Wachstum von den Pflanzen, den Garnelen geht es richtig gut. Und das eben in der Thematik Pflanzenmenge zum Wasserverhältnis zu den Tieren. Ne? Also, aber hier muss ich echt tatsächlich mal dran, denn mit dem Füttern ist schon ein bisschen schwierig. Ich streue das Futter dann hier immer diese kleinen Lücken rein. Und vielleicht kann man es da hinten sehen, da ist gerade eine am Schnabulieren. Ne? Die holen sich dann das Futter oder es sinkt halt und dann holen sie es sich von unten da dementsprechend. Aber die Zusammensetzung des Futters ist schon klasse, was wir gemacht haben. Aber wie gesagt, es fehlt voraussichtlich doch ein bisschen an Protein. Okay, dann gibt es jetzt gleich mal Protein, würde ich sagen. Kennst du das Projekt noch? Das Korallenmoos. Ja, es war mir mal vertrocknet und dann habe ich wieder Wasser reingefüllt. Ja, ich hatte es verpeilt. Ja, sieht auch dementsprechend aus. Ne? Nichts dran gemacht. Was soll ich sagen? Es wächst wieder. Tja, interessante Sache auf jeden Fall. Weil ich wollte schon weggeschmissen haben, dachte mir, ach komm, kipp einfach mal ein bisschen Wasser rein. Ne? Mal gucken, was kommt. Ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich wiedergekommen. Tolle Sache. Ja, manche Sachen, da fragt man sich auch, wieso funktioniert das? Und bei anderen Sachen, wo man denkt, das muss funktionieren, funktioniert aber nicht. Ne? Ist so. Man muss einfach aus den Gegebenheiten lernen. Also das Futter mögen sie auf jeden Fall. Aber das ist schon sehr vegetarisch angehaucht. Also sehr stark. Und wie gesagt, nee, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Wir werden zweites Futter herstellen und das dann im Wechsel und oder aber gezielt dann verwenden. Kommen wir dann später zu in dem Sinne. Genau, doch, das ist besser. Wir behalten das Futter so, wie ich es angesetzt habe im Mix und werden dann tatsächlich einen zweiten Mix machen, der dann etwas proteinlastiger ist, würde ich sagen. Das, ich glaube, das ist dann doch besser. Dann kann man doch etwas gezielter vorgehen in dem Sinne. Ja, okay, Red Line, Blue Line funktioniert wunderbar. Jetzt sehen wir sie allerdings nicht, weil ich habe das Futter da hinten oben drauf gestreut. Und jetzt sind sie natürlich alle irgendwo da in der Ecke da hinten. Aber es geht ihnen gut, wachsen gut bis dato tatsächlich. Es sind ja auch nicht viele Tiere drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, 6 oder so. Und wenn sie groß genug sind, dann kommen die von der Red Line, die kommen dann hier mit rein. Hier sind übrigens ganz viele Babys, aber die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil die schwimmen wie verrückt gerade hier durch die Gegend. Hier ist nämlich Paarung, schwimmen seit, ja, keine Ahnung seit wann, war schon heute Morgen zugange. Aber ab und zu sehe ich die Babys mal. Aber jetzt, wie gesagt, werden sich natürlich alle ja, irgendwo hingezogen haben, weil denen das ein bisschen zu wirrwarr ist. Und von daher sehen wir jetzt leider keine. Schade, weil die entwickeln sich nämlich prächtig, muss ich sagen. Da oben kann man vielleicht mal einen erkennen. Da zwei sogar tatsächlich. Ne? Die verkrümeln sich jetzt ein bisschen, ziehen sich zurück, weil das ist denen einfach zu hektisch jetzt hier gerade. Wobei jetzt eigentlich schon wieder geht, muss ich sagen. Aber die entwickeln sich prächtig. Also richtig klasse, muss ich sagen. Ja, okay. Die Monstera deliciosa entwickelt sich prächtig. Ach, das ist so schön anzusehen. Allerdings muss ich heute auch wieder gießen und düngen. Gemessen habe ich jetzt lange Zeit nichts, obwohl ich es ja eigentlich mal machen wollte. Aber gut, es sind ja auch so ein bisschen Erfahrungswerte, die hier einspielen, die ich mitnehme, mitgenommen habe. Ich sehe gerade, es gibt eine Veränderung bei der Pflanze. Guck mal, wir haben hier, da muss ich gerade mal gucken. Ja doch, warte mal. Hier haben wir jetzt eine Reihe mit Löchern, oder ja, zwei in dem Sinne. Ne? Hier hatten wir, da sind so ein paar kleine, da vorne, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, ich kann gerade nicht im Display gucken, das sind 1, 2 kleine Löcher, also eine zweite Reihe im Prinzip. Und hier haben wir jetzt auch eine zweite Reihe, also da, also eine 4-Reihe, kannst du sagen jetzt. Ne? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Löcher. Also die Pflanze entwickelt sich vom Habitus her, also blatttechnisch, tatsächlich weiter. Das ist eine ganz tolle, gigantische Sache. Ja, okay, auch hier mit dem HPE-Dünger. Hausplant Elixier von Muddys Erde. Ich kann es immer wieder nur erwähnen, weil, ja, ich bin von dem Dünger mehr als nur begeistert. Richtig krass coole Sache, muss ich sagen.
Okay, aber heute werde ich dann doch in dem Zuge noch einen Pflanzenfilm machen. Und dann machen wir hier einen Mega-Check, würde ich sagen, bei der Pflanze auf jeden Fall. So, wurzeltechnisch sieht es jetzt so aus. Ne? Die Wurzeln wachsen hier an der Tapete entlang. Dürfen sie auch, sollen sie auch. Ich werde die auch nicht abschneiden oder sonst irgendwie was. Wir hatten sie ja schon mal eingekürzt, falls ich daran erinnern kann, vor langer, langer Zeit. Und die sind nachgewachsen. Ne? Also man kann die Wurzeln tatsächlich abschneiden, wenn man möchte. Die wachsen dann einfach nach. Ja, tolle Sache mit der Monstera. Ich gehe mal ein kleines Stück zurück, aufpassen, wo ich hinlatsche, dass wir den Habitus noch mal so ein bisschen besser erkennen können. Das ist schon krass, was die Pflanze hinten abmarschiert. Übrigens, die Sansi 36 Watt LED, die habe ich schon an, aber nicht lange. Ich sag's mal so, wenn ich hier reinkomme morgens, geht erst das Licht an hier. Das mache ich insgesamt so, ne, damit die Tiere hier keinen Schock bekommen. Und so nach meinen ersten zwei Kaffees gehe ich dann hier rein und mache dann so langsam die Lichter an. In dem Zuge dann eben auch das hier. Und ja, so zwei, drei Stunden später mache ich sie wieder aus. Ne? Dann, weil die Lampe hängt einfach zu nah jetzt schon an der Monstera. Und von daher müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass die Pflanze nicht gestresst wird. Denn starkes Licht stresst Pflanzen. Ne? Ist übrigens bei Tieren genauso. Ne? Auch bei Schwimmpflanzen genau dasselbe. Ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze nicht überdosiert an Licht. Ne? Ist schon ganz wichtig. Also pass mal auf, in dem Zuge mache ich das auch mal aus jetzt hier. Das wir das dann nochmal sehen können. Ne? Jetzt bekommt die Pflanze aus dem Raum halt Licht. Und wenn ich da Licht anmache, dann strahlt das auch nochmal ein bisschen. Und von da ist das vollkommen ausreichend dann. Ne? Das ist eine richtig klasse Sache. So, was wir gerade gesehen, hier ist ein gelbes Blättchen. Das können wir eigentlich mal abziehen, wenn es geht. Ich guck mal eben. Ist natürlich ein bisschen dunkel hier. Ne? Nein, geht nicht. Also lasse ich es noch dran. Macht sich aber ansonsten prächtig. Warte mal, ich gehe mal einmal kurz rum hier. Hier haben wir ja diese, ja, ich sag mal, No-Name-Lampen. Das sind eigentlich ja, ne, so einfache Neonröhren. Hör mal auf, LED. Na toll, jetzt ist natürlich dunkel da hinten. Lol, kriegen wir das denn jetzt hin? Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Tatam, tam, tam. Jawohl, siehst du, klappt doch 100. Ne, jetzt hängt das Ding hier am Weg. Sag dir. So, guck mal, sie wächst also prächtig weiter, ne? Hier in der Wasserkultur übrigens. Ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Wasserkultur. So, das entwickelt sich prächtig. Die Limnophila sessiliflora ist wunderschön nachgewachsen. Aber bei der Pflanze werde ich jetzt aufpassen, wo ich sie reinbringe. Denn das ist schon eine Pflanze, die Arbeit macht. Denn die müssen tatsächlich regelmäßig geschnitten werden. Ansonsten wächst das Ganze einfach hin, wo es will. Ja, also hier, wie gesagt, auch in der Wasserkultur, ich kann ja mal eben schütteln, dass man das sieht, ne? Auch hier tatsächlich nicht mehr mit Aquariumwasser, sondern auch mit dem HPE-Dünger, weil es einfach besser läuft. So, okay, jetzt habe ich hier noch Moos stehen. Ach, komm, ein andermal zu. Das ist nicht für mich, das ist für die Meerschweinchen. Ja, die gibt es auch noch, die Meerschweinchen. Ja, okay, geht gleich weiter. Wasser habe ich noch nicht nachgefüllt. Ich bin noch am gucken hier, wie verrückt. Guck mal, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht hier bei unseren Nilchen mit den Algen. So, da kriegen wir es auch scharf gestellt. Ja, ne, guck mal. Sie mögen es. Sie mögen die Algen. Ne? Hier hat sich so ein kleines Stückchen geschnappt hier. Auch die Wilde. Und Panda. Und die Babys sind auch mit dabei. Ja, tolle Sache, also dass wir dann im Prinzip jetzt nochmal so ein Zusatzfutter, da hinten sitzt auch ein Panda mit Alge. Also ist schon genial, ne? Also nicht einfach abmachen und versuchen das aufzufangen und wegzuschmeißen, sondern ne, abmachen und einfach ins Aquarium schwimmen lassen und dann haben die Garnelen lecker, lecker Algen zum Fressen. Aber in der Thematik haben wir ja auch schon so einiges mitgenommen. Ne, auch bei dem Säulenfilter, den wir vorhin gesehen haben, den ich unbedingt mal sauber machen muss, jetzt auch wieder. Also es ist eine tolle Sache. Ne, das ist schon genial. Das ist auch sehr nahrhaftes Futter, denn die Algen filtrieren natürlich ordentlich Nährstoffe raus und bauen darauf natürlich auf. Und das wiederum kommt jetzt den Garnelen zugute. Ne? Die verwerten das dann wieder. Und so geht der Kreislauf wieder zurück und dementsprechend pupsi und hast du nicht gesehen, geht wieder ins Wasser und dient wieder als Nährstoffe für die Pflanzen. Ja, ein ewiger Kreislauf. Okay, durch Wasserwechsel ja, ist natürlich dann in dem Sinne, holt man wieder einiges raus, aber bringt auch einiges rein an Mineralstoffen, bedingt durch das Salz in dem Sinne, was wir dann zum Aufwerten für das Osmosewasser nehmen. Ne? Also
das GH Plus hier für die Caridina, für die Neocaridina GH und KH Plus. Das nochmal kurz mitgenommen. Deswegen sind Wasserwechsel auch schon ratsam, in dem Sinne, damit eben diese Inhaltsstoffe immer wieder mal neu zugeführt werden. Ja, tolle Sache, muss ich sagen. Das sieht auch richtig klasse aus, wie sie alle harmonisch sitzen und an den Algen schnabulieren. Tolle Sache, muss ich sagen. So, mal gespannt, wie lange es dauert, bis ihr euch dann jetzt verpaart. Achso, übrigens, eine von den Super Crystal Red ist heute Morgen leider gegangen. Ne, das passiert schon mal. Die Tiere werden ja auch älter und älter und älter. Das kommt dann halt schon mal. Ne? Also da muss man jetzt nicht schockiert sein oder so. Also ich habe mich damit mittlerweile arrangiert. Damals hatte ich immer Panik geschoben, wenn sowas passiert ist. Aber es ist halt. Die werden nur nicht alt. Ne? Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann gehen sie halt. Ne? Irgendwann ist es nun mal so. Okay, also Klartext. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal mehr als genug. Jetzt können wir nochmal die schöne Wilde sehen hier. Mit dem Blautouch. Ne? Das ist jetzt auch die Wilde. Moment mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, genau. Das ist die Wilde, die wir mit dem Panda schon mal verpaart hatten. Wo wir vorhin gesehen haben, den kleinen Kasten, der oben auf dem Regal steht, wo die blauen Babys jetzt drin sind. Also hier sieht man diesen Blautouch der Garnele. Also Wildform, ja, der Hut ist eine Kreuzung, aber dadurch ist diese Wildform entstanden. Mit halt gutem Blauanteil, bisschen Weiß dabei. Also es kann schon sehr interessant werden in der Zucht insgesamt. Das wird eine ganz tolle Sache. Ja, okay, auch wenn vieles zufällig ist, in dem Sinne zufällig. Jetzt habe ich natürlich das Licht aus hier dummerweise. Denn hier haben wir noch ganz viel Genpool drin, ne, in unserem Mixbecken. Da muss ich jetzt unbedingt dran. Ne. Das ist eben dieses, jetzt ist der Name weg, weiß Bescheid, die große Pflanze hier drin. Ne. Das ist, schön anzusehen, ne, erfüllt ihren Zweck, aber man sieht nichts mehr. Ja, Limnophila sessiliflora, genau, das war das, ne? Ja, an das Becken müssen wir echt dran gehen. Aber ich habe so ein bisschen Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn alles auf einmal kann ich auch nicht machen. Naja, kommen wir ein andermal zu. Wie gesagt, ist gerade Licht aus. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal eine Grätsche zu machen. Von daher würde ich sagen, reicht das für heute erstmal. Denn ich möchte unbedingt noch einen Pflanzenfilm machen. Ja, auch das wird eine sehr interessante Thematik. Aber ich muss die Pflanzen erstmal beobachten, ob die jetzt gelitten haben. Vor allem auch, wie die Algen sich entwickeln, ob die dann tatsächlich jetzt hops gehen oder noch nicht. Oder ob ich nochmal eine neue Kur mache, in dem Sinne mit dem Wasserstoffperoxid, vielleicht eine längere Zeit. Oder die Dosis tatsächlich nochmal erhöhen und dann für eine kürzere Zeit. Wie auch immer, das ist jetzt auch ein Lernfaktor mal wieder, ganz klarer Fall. Ne? Okay, also, toll anzusehen, dass die Garnelen die Algen lieben. Ne? Tolle Sache. Dann schauen wir jetzt nochmal, nachdem ich Protein gefüttert habe, wie die Tiere so unterwegs sind. Wir sehen hier kräftige Farben bei unseren Caridina Super Crystal Red Santa. Hier sind auch einige Babys unterwegs. Da können wir gerade mal tatsächlich welche sehen da. Also es sind Babys unterwegs, es geht ihnen gut. Ich sehe gerade, ich muss mal wieder Walnussblatt nachlegen. Das haben sie also komplett aufgefressen. Auch hier sehen wir kleine Babys mit rumlaufen. Also wir sehen, so zwischendurch muss Protein zusätzlich schon sein. Und wie gesagt, da werde ich dann doch dazu übergehen, nochmal ein Special-Futter anzusetzen, dass wir uns eben auch selber mixen können. Ob ich dann nochmal verrate, wie ich den Mix mache, weiß ich nicht. Voraussichtlich tatsächlich nicht. Aber okay. Wollen wir mal gucken. Sieht's aus, eiertantenmäßig kann ich jetzt gerade nichts entdecken. Wobei doch, das werden wir jetzt aber so nicht hinkriegen in diesem kräftigen Rotton hier. Da bildmittig, jetzt sitzt wieder eine davor. Okay. Auf jeden Fall geht es den Tieren richtig gut, muss ich sagen. Also richtig klasse. Das ist so fantastisch anzusehen. Hier hatten wir auch Bambule gemacht in den Becken. Und hier gibt es tatsächlich auch ein kleines Problem. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Wir haben also eine heftige Kamhaut. Moment mal. Ich nehme mal eben, da gucken wir auch mal gleich, die Pinzette. Das war vielleicht mal so, ja, so kann man es besser erkennen, ne? Siehst du, ne? Hier haben wir eine heftige Kamhaut drauf. Das lasse ich einfach so, gucke, was sich da so wie entwickelt.
Das ist ja vom Becken zu Becken unterschiedlich. Ne? Das ist immer noch so, war schon immer so und wird immer so sein. So, hier haben wir beispielsweise keine Kamhaut drauf. Einmal Display drehen, I'm so sorry. So, ja, auch hier, wie wir sehen, Protein ab und zu, tut mal richtig gut. Und die mögen es also wirklich. Hier gibt es jede Menge Eiertanten. Und wie gesagt, hier müssen wir echt eingreifen. Aber ich habe so ein bisschen Bammel, dass ich zu viel mache. Ja, ist so, ne? Aber wie gesagt, da gehen wir auf jeden Fall auch gemeinsam dran, dann, um mal zu gucken, wie das... Oh, guck mal, da ist eine ganz hübsche oder ein hübscher. Gucke mal. Ja, es wird echt Zeit, dass ich dann auch... Guck mal hier, auch die Wilde hier. Mega hübsch. Das ist leider weg. Oh, schade. Schade. Ja, hier wird man immer wieder mal ganz interessante Tiere entdecken. Also das ist schon crazy, ne? Und demnächst kommt ja noch ein neuer Genpool dazu, ne? Die Kreuzung der Panda mit allen möglichen... Da ist eine Eiertante, eine schöne Wilde. Mit allen möglichen, ja, verkreuzt, ne? Und das wird hier in dem Becken dann nochmal ordentlich... Ja, für neue Gene in dem Sinne sorgen. Dann gucken wir bei unseren Super Crystal Red vorbei, die sich mittlerweile auch mehr und mehr zu Santas entwickeln. Hier gibt es einige Eiertanten tatsächlich. Da ist eine. Also hier geht es jetzt wieder los mit Babyboom. Hier sind auch schon Babys. Ah, Moment, da können wir einsehen beispielsweise. Ne? Also es sind schon Babys da. Hier in der Thematik Moos, sehr interessant. Ist nämlich das Moos hier. Ich habe auch schon was rausgepflückt, weil das hier schon zu viel wurde. Das war also komplett bedeckt hier. Das ist nämlich sehr langsam wachsend, sehr kompakt wachsend und bildet halt auch einen schönen Teppich tatsächlich, der nicht so gigantisch in dem Sinne wächst, ne? Wie das normale Christmas-Moos, was wir da hinten noch sehen können beispielsweise. Das macht ja enorm lange Tannenwedel. Auch hier ist das Blatt tatsächlich schon komplett fast aufgefressen. Walnussblatt, hier haben wir ein Seemandelbaumblatt. Das wird auch noch gefressen, aber dauert halt ein bisschen länger beim Seemandelbaum. Aber ist auch okay. Ah, in der Thematik kommen wir dann gleich noch. Oh Mann, ja, I'm so sorry, der Film wird wieder etwas länger. In der Thematik kommen wir gleich zu einem neuen Blatt. In dem Sinne. Vielleicht kannst du schon erahnen, welches. So, okay, dann gucken wir gleich zum nächsten Becken. Also auch hier Farben kräftig, gesunde Tiere, keine Ausfälle. Alles easy, alles cool. Und hier nach wie vor die grüne Wand. Das ist schon ziemlich crazy. Auch da hinten die Wand ist grün. Und genau so sollte es eigentlich sein. Außer die Frontscheibe. Ja, okay. Die Bucephalandra Poseidon entwickeln sich prächtig hier drin, muss ich sagen. Richtig klasse. Man muss ein bisschen aufpassen, die dürfen nicht so viel Licht bekommen. Das mögen Bucephalandra allgemein nicht. Vor allem, weil wir das Licht hier direkt oben drüber haben. Aber wir haben hier halt so einen, ja, Schwimmteppich in dem Sinne, ne? Was auch mega cool ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, welche Pflanzen das sind. Die hatte ich damals geschenkt bekommen von dem Werner und habe die einfach hier reingeschmissen. Und wie wir sehen, auch so erfüllen die Pflanzen ihren Zweck. Ne? Tolle Sache, kann man ab und zu mal rausnehmen, ein bisschen mal zurückschneiden, was wieder reinschmeißen, fertig. Tolle Sache, denn Pflanzen, ja, ziehen tatsächlich, was heißt Pflanzen, also... Stängelpflanzen, sagen wir es mal so, ne, oder krautige, verzweigende Pflanzen ziehen mehr Nährstoffe aus dem Wasser tatsächlich als hier diese Schwimmpflanzen beispielsweise. Und voraussichtlich auch nochmal ganz andere Stoffe als die Schwimmpflanzen beispielsweise. Ja, okay, das mal kurz hier so mitgenommen und dann gehen wir jetzt zum nächsten Becken. Hier ist leider irgendjemand mit dem Futter abgehauen, aber ich gucke trotzdem mit euch kurz rein, dass wir mal den Babyboom hier sehen können. Denn hier gibt es unzählige, gut, muss man sehr genau gucken, ne? Viele, viele kleine Babys, ganz so viele. Es ist eine tolle Sache. Auch hier müsste ich echt Hand anlegen, um mal zu entkrauten in dem Sinne. Aber auch hier bei dem Becken traue ich mich gerade nicht so wirklich, weil eben viele Babys unterwegs sind. Ne? Ich müsste auch den Filter da hinten checken, wie der aussieht. Ja, das ist halt so, ne? Die Pflege der Becken bedarf doch eigentlich einer Routine und ja, bedingt durch meine Krankheit im Moment ist das eben nicht so gegeben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Becken. Das ist übrigens das Proteinfutter, was ich jetzt noch verwende, weil ich es noch habe. Wir wollen ja auch alles aufbrauchen und
dass wir das mal kurz mitnehmen, was ich hier gefüttert habe in dem Sinne. Aber ist schön, dass das hier mit den Caridina Red Fancy Tiger jetzt so genial funktioniert, seitdem wir halt den pH-Wert runtergebracht haben mit dem Eichenholzklotz, was da hinten drin liegt jetzt. Ne? pH-Wert aktuell kann ich dir gar nicht sagen, müsste ich mal nachmessen. Vielleicht machen wir da auch mal wieder so einen Routine-Check. Das selbstgemixte Futter ist bald wieder leer. Das ist jetzt insgesamt das vierte Fläschchen, Bläschen, was ich angemixt hatte. Da sind immer so 8 bis 10 Gramm ungefähr drin. Ja, okay, dann gehen wir zum nächsten Becken. Tada! Ja, die Caridina Galaxy Pinto Red der Linie Skyfish haben sich prächtig entwickelt. Die Babys sind richtig groß geworden und die werde ich jetzt bald auch anbieten wieder. Ne? Wann genau, weiß ich noch nicht. Muss einfach mal in die Videobeschreibung gucken bei den neuesten Filmen, die ich dementsprechend mache. Da ist immer alles aktuell dann dementsprechend. Also sie haben sich echt prächtig entwickelt, muss ich sagen. Richtig klasse. Gut, die ganz Großen, die bleiben hier natürlich drin zur weiteren Vermehrung. Aber ich sag mal so, diese mittlere Größe, ne, die können tatsächlich abgegeben werden, damit eben die Population nicht zu groß wird und immer wieder mal Nachkommen sich entwickeln und wir ja auch in der Genetik tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen Spielraum haben. Hier hinten sehen wir ein Blatt, das ist tatsächlich auch ein Seemandelbaumblatt und wir sehen, das wird auch gefressen, ne? Allerdings lieber tatsächlich das Walnussbaumblatt hier. Ganz tolle Sache, also das ist genial. Seitdem wir das in der Anwendung haben, haben die Tiere dementsprechend auch immer so Reservefutter. Aber wie gesagt, heute muss ich nachlegen und ich habe noch ganz viel davon, ne? Vom letzten Jahr selbst geerntet von unserem eigenen Baum. So, das kurz dann jetzt hierzu. Die Pflanze, wie heißt sie jetzt? Jetzt habe ich den Zettel dummerweise da unten liegen. Ah, da gucken wir auch mal gleich rein. Das ist die Pogostemon helferi. Und ja, die hat sich wieder prächtig gemacht, prächtig entwickelt. Ich hatte vor einer Woche, glaube ich, gedüngt, allerdings auch wieder nur NPK. Ja, ist halt so. Ne? Man muss sich ausprobieren. Das ist halt so. Und hier sehen wir übrigens auch dieses Moos, was halt mehr kompakt wächst. Und im hinteren Bereich sehen wir dann, das sollte eigentlich das Christmas Moos sein. Ja, wird es sein, wächst aber interessanterweise relativ kompakt, aber doch kräftiger tatsächlich als das hier im Vordergrund. Ich muss gleich mal gucken, irgendwo habe ich das In-Vitro-Töpfchen. Na, warte mal, guck mal eben da oben. Ist das das hier? Ja, genau. Das ist das Spiky Moos. Ja, und das wächst recht interessant bei uns, muss ich sagen. Ist aber auch wieder abhängig davon, was an Nährstoffen zur Verfügung steht, ne? Und woher die Nährstoffe in dem Sinne kommen. Ne? Vom Futter beispielsweise. Und denn wir düngen ja im Normalfall dann doch recht wenig. Sieht auch cool aus, ne? Zusätzlich, wie wir wissen, ne? Also wirklich sehr wenig. Und von daher kommen die Nährstoffe überwiegend übers Futter. Ne? Also in dem Sinne durch die Ausscheidung der Tiere dann dementsprechend. Nicht vergessen, ne? Achso, warte mal, hier ist ja der Zettel. Wann habe ich das letzte Mal gedüngt? Am 10.3. Am 10.3. Also zweimal hintereinander tatsächlich nur NPK. Ja, okay. Wie gesagt, ich beobachte das Ganze, inwieweit wir dann Mikronährstoffe zuführen müssen oder nicht. Müssen wir die Pflanzen beobachten. Das ist nun mal so. Ne? Hier nochmal die Poseidon gezeigt, die Bussierphalandra, die Mutterpflanze. Die hat sich ja prächtig entwickelt, muss ich sagen. Viele Austriebe auch tatsächlich. Also, dass sie sich so als Busch entwickelt, hätte ich nie gedacht. Ne? Aber okay, ist krass. Hier die Bussierphalandra Red Metallic. Die hat sich jetzt auch tatsächlich schon gut getan, muss ich sagen. Wir sehen hier auch schon einen Neuaustrieb, denn auch hier war die Spitze tatsächlich abgefault, in dem Sinne könnte man sagen. Ne? Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Es ist ein Phänomen, das also bei mehreren Bussierphalandras aufgetreten ist, die ich geschenkt bekommen hatte. Aber wir sehen, trotz alledem fangen sie dann doch irgendwann an zu wachsen. Ne? Ja, okay, das mal kurz so nebenbei mitgenommen. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Becken. Das nächste Becken wäre tatsächlich Neocaridina Blue Line. Hier bei uns die selektierten oben aus dem Becken, ne, aus dem Kiesbecken. Und das hier läuft wesentlich besser, das Basaltbecken, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Vermehrung, aber auch in der Entwicklung der Tiere.
Und interessant auch, ich meine, ich habe oben nur die blauen rausgenommen. Ne? Da sind ja auch braune drin und ja, sag mal so ganz dunkelblau, also fast in schwarz. Das sieht man auch hier teilweise bei den Scheckigen hier. Ne? Da ist auch, sieht auch aus wie schwarz. Das ist ein ganz kräftiges, dunkles Blau, gepaart mit etwas braun voraussichtlich. Und wir sehen, in dem Basaltbecken entwickelt sich das gigantisch. Ne? Ganz wichtig ist hier immer wieder mal pH-Wert-Check zu machen, um gegebenenfalls Calciumcarbonat zuzuführen. Denn das ist für die Entwicklung der Tiere sehr wichtig, wirklich sehr wichtig. Auch das Weidenholz hier wird nach wie vor angenommen von den Schnecken. Hier sieht man schon einen Großteil tatsächlich auch wieder abgenagt. Da kann man es auch so ein bisschen erkennen, nicht so wirklich da. Ne? Also ist schon ganz wichtig. Hier sehen wir beispielsweise eine Schnecke, die hat leichten Gehäuseschaden. Das ist ein Anzeichen meist dafür, dass nicht mehr ausreichend Calciumcarbonat drin gewesen ist in dem Sinne. Wobei wir hier bei dem Becken insgesamt auch beobachten müssen, da ist ein Baby, wie sich das jetzt entwickelt. Denn hier hatten wir ja Fadenalgen drin gehabt. Na, erst hat sich ja so ein grüner Teppich entwickelt, sah richtig krass cool aus. Dann hat sich aber gezeigt, hier übrigens auch nochmal die Pogostemon helferi, dass sich Fadenalgen entwickelt hatten. Das ganze Becken war voll gewesen mit Fadenalgen. Wer die Serie verfolgt, weiß das. Und jetzt warten wieder Dinge, nachdem die Fadenalgen selbstständig übrigens zurückgegangen sind. Bedingt dadurch, weil sie eigenständig den pH-Wert hier gesenkt haben. Und das enorm übrigens. Ne? Ja, sind sie dann vergangen, wurden aufgefressen von den Schnecken und den Garnelen. Und dementsprechend warten wir jetzt die Dinge, die passieren. Vielleicht kann man es erkennen, so ein leichter Grüntouch kommt jetzt wieder. Ne? Mal gucken, wo die Reise dann insgesamt hingeht. Oh, guck mal, die wächst ja jetzt tatsächlich auch. Die hat ja lange Zeit gar nichts gemacht da hinten. Das ist die, ich guck mal gar nicht, wie sie heißt. Auch hier von dem Werner die Pflanzen einfach reingeschmissen. Ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Ne? Also das Funst tatsächlich auch. Ja, dann hat man auch so Material, sag ich mal, wo man was von abschneiden kann, irgendwo einpflanzen kann, wenn man der möchte. Aber das funktioniert also auch. Ne? Wenn man nicht weiß, wohin, wie, was machen, dann schmeißt einfach erstmal ins Wasser. Ja, auf jeden Fall ganz tolle Sachen, wie sich dieses Neocaridina-Becken hier entwickelt. Ne? Hier werden auch Tiere mittlerweile von abgegeben. Ja, das zum Basaltbecken. Also auch hier wächst die Pogostemon helferi tatsächlich richtig klasse jetzt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, hier pH-Wert-Check sollte man öfters machen, um gegebenenfalls Calciumcarbonat zuzuführen. Ich habe hier pH-Wert über 7. Ich tendiere die 8 an tatsächlich bei den Neocaridina. Ist wesentlich besser als tiefer. Denn dann bekommen die einfach die Inhaltsstoffe, die sie benötigen. Also dementsprechend Kalk zum Aufbau ihres Körpers. Ne? Und die Neocaridina brauchen das nun mal. Das ist definitiv Fakt so. Und dann sind auch die Farben wesentlich kräftiger bei den Tieren. Ja, okay, das haben wir gelernt schon. Das sind so kleine Faktoren, die man nicht unbedingt überall mitbekommt. Okay, das heißt im Klartext, wir gehen jetzt zum nächsten Becken, wenn mir jetzt nichts mehr einfällt dazu. Nee, tatsächlich nicht. Ja, okay, dann the next one. Auch hier tatsächlich, ne? Ab und zu muss mal Protein sein, die fahren da voll drauf ab. Dann gucken wir nochmal nebenan hier bei den Neocaridina White Pearl. Auch hier kannst du sehen, also die brauchen es zwischendurch, das ist definitiv so. Ne? Hier und da ist auch eine Eiertante, wobei nicht ganz so viele, dahin ist auch eine. Also zwei sehe ich jetzt einfach so mal auf Anhieb. Aber die vermehren sich jetzt nicht großartig im Moment, weil nicht viele Tiere rauskommen. Das ist halt, wenn die Population da ist, dann ist sie da. Und dann kommt nicht noch mehr hinterher, außer so ein bisschen. Wobei, da ist auch noch eine Eiertante. Da oben ist auch noch eine Eiertante. Okay, es gibt dann doch mehr Nachwuchs als gedacht. Lol. So ist das, ne? So, und dann gucken wir gleich zum nächsten Becken hier oben. Nochmal bei unserer Redline. Die sind jetzt nicht so wirklich interessiert. Das liegt aber eben auch daran, weil sie halt heftig unterwegs sind, waren oder noch werden, wie auch immer. Da sehen wir schon mal ein Baby, das schon ein bisschen größer ist. Sieht auch so arttypisch aus, wie wir das haben wollen tatsächlich. Ach, dahinter ist noch einer. Guck mal, da. Da ist ein schöner mit dunklem Kopf. Also geht schon fast ins Blutrot. Hier sind wirklich sehr, ah, das ist auch ein Baby, sehr interessante Tiere bei. Also das wird eine ganz, ganz tolle Linie. Aber hier werden wir natürlich viel selektieren müssen im Laufe der Zeit. Ganz klarer Fall. So, weiter rum komme ich jetzt nicht zum Gucken. Ah, warte mal. Da ist noch ein, das kann man auch so schlecht erkennen. Wo ist er denn? Da. Da, guck mal. Auch kräftige, schöne Farbe.
Hier ist ja also in der Red Line tatsächlich das Ziel, dunkles Blutrot zu erzielen, so wie bei der hier beispielsweise. Ne? Alles andere, Farbgebung, Muster und so, kommt später dann dazu. Ne? Da ist gerade eine Eiertante. Wir haben nämlich einen hier drin, der ist auch ganz hübsch, muss ich sagen. Den sehen wir jetzt aber leider nicht. Der hat nämlich so schön, da hinten ist auch eine Eiertante, so schöne Spinnenbeine. Und das ist sogar tatsächlich ein Männchen. Ja, schade, er ist jetzt irgendwo unterwegs. Aber okay, dass wir mal so einen kleinen Einblick bekommen haben. Ich gucke trotzdem noch mal kurz so über den Teppich, ob ich noch was entdecken kann. Aber das macht so viel Spaß. Jedes Mal, wenn ich in den Raum reinkomme, alle Becken checken. Da vergeht so viel Zeit. In der Zeit könnte man auch andere Sachen mal machen. Aber es ist halt in der Thematik sehr interessant, muss ich sagen. So, da sollte irgendwo einer... Ja, der hat sich leider gedreht. Jetzt können wir nicht sehen. Jetzt da, da. Ne, kleines Baby. Ja, tolle Sache. Okay, dann gehen wir zum nächsten Beckencheck. Es ist schon einige Zeit vergangen seit dem Füttern, aber auch hier sehen wir, übrigens Neocaridina, das sind die Bloody Mary. Und das sind echte Bloody Marys, also nicht irgendwelche oder dass die Babys anfangs blass sind oder so, nein. Hier sind die Babys von Anfang an richtig gefärbt und werden immer dunkler. Umso älter sie werden. Das geht dann auch, wenn sie ganz alt werden, ins vom Blut, nein, nicht Blutrot, ist das Blutrot? Ja, doch, kann man auch so nennen, Blutrot. Ins, ja, heftig orange, könnte man sagen. Ich will mal eben gucken, wenn ich jetzt näher dran zoome, ob wir das vielleicht hinbekommen, farbtechnisch zu erkennen. Ich erkenne auf jeden Fall schon mal eine Eiertante. Nee, kann man jetzt nicht so wirklich erkennen. Aber okay, sie haben auf jeden Fall durchgefärbt, kräftige Farbe, auch die Babys tatsächlich. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die anfangs irgendwie blass sind oder so. Ja, klar, wenn sie ganz frisch geboren sind, dann ja. Ne? Aber wir sehen auch da beispielsweise eine, hat schon eine kräftige Farbe. Und der mag jetzt vielleicht mal 2 Wochen alt sein insgesamt. Also wir sehen, die Farbgebung dieser Linie ist richtig krass cool. Also ist so fantastisch anzusehen. Auch hier noch das Weidenholz, was noch mit drin ist. Ne? Wie gesagt, wird insbesondere von den Thylomelanias sehr gut angenommen. Ne? Kann ich dir also empfehlen, wenn du Thylomelanias hast. A, hoher pH-Wert, auch Richtung 8 anstreben. Und Weidenholz mit reinlegen. Und die mögen das. Ich weiß nicht warum. Ach, da ist die andere auch unten drunter, sehe ich gerade. Aber ab und zu, das ist die Stahlhelmschnecke, genau. Ab und zu gehen die da dran und fressen, ne? Als wenn die das dann irgendwie brauchen. Das ist also, die sind nicht kontinuierlich dran oder so, sondern ab und zu halt. So, okay, also hier müssen wir bei der Limnophila sessiliflora auch Bambule machen. Ja, ich bin auch schon überlegen, ob ich sie komplett rausschmeiße. Denn gut, das war gewollt, dass sie da hinten wächst. Ne? Nun kommt sie mittlerweile hier schon an, wie wir sehen. Ich meine, es ist ja schön zu sehen, wie Pflanzen sich rasant entwickeln. Ne? Hier auch, wie gesagt, minimalistisch gedüngt. Überwiegend kommt der Dünger durch das Futter, beziehungsweise durch die Ausscheidung der Tiere. Ne? Also die Linie ist echt klasse hier bei den Bloody Marys. Ne? Aber nach wie vor gebe ich hiervon noch keine ab. Denn hier möchte ich mir einen Megastamm von aufbauen. Und dann später Tiere abzugeben. Aber jetzt erstmal, ja, sollen sie sich hier entwickeln, gedeihen und wachsen. Und wenn die nächste Generation herangewachsen ist, das heißt also, ja, ich sag's mal so, wenn die Nachkommen bekommen, ich glaube, dann können wir anfangen, hier auch Tiere abzugeben. Wenn es denn soweit ist, wie gesagt, werde ich das in der Videobeschreibung auf jeden Fall mit reinschreiben oder auch ankündigen in einem Film dann dementsprechend. Ne? Okay, dass du dann immer auf dem aktuellen Stand bist. Bei den neuesten Filmen. Da guck mal, hier sehen wir jetzt einen, der ist zum Beispiel noch ganz blass. Kriege ich nicht richtig drauf. Ne, das ist auch ein ganz neuer. Da ist das so. Ne? Aber sobald die so ein bisschen gewachsen sind, dann sind die quietsche rot. Tolle Sache. So, Red Fancy Tigers. Klasse Sache, muss ich sagen. Haben sich prächtig entwickelt, die Babys. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch so 4 Wochen bis 8 Wochen maximal haben. Bis die ersten Nachkommen dabei sind. Hier ist ein Tier dabei, das ist ein bisschen außer Art geschlagen. Ich lasse ihn aber trotzdem, nee, zwei sogar, ich lasse sie aber trotzdem drin, um die Gene mit reinzubringen in die Red Fancy Tiger. Hier beispielsweise ist einer, der hat kräftiges, dunkles Rot. Ne? Arttypisch auch ein bisschen andere Zeichnung, ist aber nicht so schlimm. Da beispielsweise auch hier, da, der, ne, schönes kräftiges Rot. Es ist nämlich so, dass wir bei den Red Fancy Tiger sehr viel Weißanteil drin haben, was auch schön ist, ne, aber ich möchte doch eher so in diese Richtung gehen, ne, wie bei dem jetzt hier bildmittig gesehen.
Und das erzielen wir voraussichtlich nur dadurch, wenn wir jetzt Tiere dabei haben, so wie der, ne, auch wenn er nicht scharf stellt, der halt ein bisschen mehr Rot drin hat in dem Sinne, ne, um da nochmal eine andere Genetik und Zeichnung auch reinzubringen. Das wird mit Sicherheit auch eine ganz interessante Population, aber auch selektierungsbedürftig, klarer Fall. Trotz alledem, das ist ja das, was eigentlich Spaß macht, wenn man in der Haltung und Pflege durch ist, sage ich es mal so. Ne, wenn man also alles schon weiß oder gelernt hat. Klar, man lernt immer wieder dazu, tagtäglich, ganz klarer Fall, ne, auch ich nach wie vor. Ich möchte mich nicht als Profi bezeichnen, aber ich sag mal doch als angehender Profi. Denn mittlerweile ist alles in der Thematik, was ich bisher gelernt habe, doch schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und wie gesagt, das bekommt man sonst eigentlich nirgendwo in dem Sinne mit in einer Serie geliefert. So, hier ist auch Ruhe, muss ich sagen. Tiere sind gemächlich unterwegs. Hier sind viele Babys schon da, die auch schon größer sind. Das ist allerdings unser Zuchtzielbecken, sage ich mal, ne? Wo wir halt fischgrätenmäßig also, das heranziehen möchten, diese Linie. Wobei dann jetzt bei den Nachkommen natürlich viele Tiere rausfallen werden, die dem noch nicht ganz entsprechen, die dann ausselektiert werden müssen. Aber das kann man jetzt bei den Babys noch nicht erkennen, denn oftmals ist tatsächlich so bei den Galaxy Pinto Red, dass die Farben ineinander verwachsen, wenn sie etwas älter werden. Also das kann man so in der Größenordnung noch nicht erkennen. Ganz wichtig, Zuchtziel, wie gesagt, hatte ich ja gesagt. Ne? Lol, ich zeige es hier nochmal von oben. Hier kann man es sehr gut erkennen. Das ist genau das, was wir haben möchten. Auch die Spinnenbeinchen, ne? Richtig klasse. Aber auch Snowflakes, also Schneeflocken, dann dementsprechend, was das Tier auch schon so ein bisschen hat an den Wangen. Aber ich möchte das auch, wenn es mir gelingt, im unteren Bereich, also als Flocken, nicht als Streifen in dem Sinne. Hier kann man schon so ein bisschen erkennen, ne? Also die Gräten halt bis zur Mitte, ne? Und dann im unteren Bereich dann die Schneeflocken oder Sterne könnte man auch sagen, aber es sind schon schöne Tiere dabei, insbesondere was die Spinnenbeine angeht, ne? Das ist natürlich richtig krass cool, aber wie gesagt, das wird natürlich, auch der ist auch schon schön, ne? Umso älter die werden, umso schöner werden die, umso ja, besser kommt das alles zur Geltung tatsächlich. Deswegen, wie gesagt, also die Babys, die kann man nicht sofort ausselektieren, das kann unter Umständen noch eine Zeit lang dauern, bis die weiße Farbe ineinander verwächst. Ne? Hier haben wir jetzt ein etwas größeres schon, auch mit schönen Flocken, aber scheinbar keinen Rückenstrich in dem Sinne. Ich glaube, den können wir tatsächlich schon auch selektieren. Aber wie gesagt, er ist noch jung, also er vermehrt sich noch nicht, von der kann er erst noch mit drin bleiben. Mal abwarten, was sich da noch tatsächlich dann zeigt im Laufe der Zeit. Lol. Ist so, machst du nix, ne? Auf jeden Fall macht das mega viel Spaß, auch Zuchtziele zu haben, ne? Wie gesagt, wenn man in der Haltung, Pflege, Fütterung alles durch hat schon und weiß, wie das funktioniert, dann ist diese Thematik natürlich wesentlich interessanter dann auch mal, ne? Ja, und als Anfänger muss man einfach auch mit Verlusten rechnen. Das ist so, ne? Die Erfahrung musste ich auch machen. Und jetzt haben wir es durch und sind aber in der Thematik noch, ich sag's mal, schon viel weiter gekommen, bedingt durch das eigene Futter und aber auch durch die neue Vorgehensweise der Pflanzen mit in den Aquarien, wobei hier natürlich noch viel zu wenig drin ist, ne? Gut, da oben schwimmt auch schon mal rum, aber hier ist tatsächlich noch viel zu wenig Pflanzen, aber ich will jetzt nicht überall diese Cecily Flora Limnophylla reinpflanzen, weil ich muss ja nur umschneiden, ne? Nö, das ist jetzt auch nicht der Burner, okay. Einmal gucken wir jetzt noch hier, denn hier gibt es noch was ganz Wichtiges. Zum einen, dass das amerikanische Kammblatt wunderschön wächst, ne? Richtig klasse. Ja, alles andere wächst auch gut. In der Thematik füttern. Ich gucke mal eben, ob wir das jetzt so hinbekommen. Wir sehen hier ein paar Babys oberhalb. Ne? Die gehen auch an die Oberfläche, um das Futter aufzunehmen tatsächlich. Aber die fressen noch nicht so viel. Ne? Und da muss man echt aufpassen, dass man so ein Gefäß nicht überfüttert. Das kann nämlich ganz schnell passieren. Ne? Das ist dann nicht so der Burner. Deswegen ist, ich sag's mal so, das Beigetier, was hier so mit drin lebt, ne? Ganz wichtig, denn die fressen natürlich auch Futter weg. Ne? Ganz klarer Fall. Und die unterstützen das Ganze in dem Sinne, dass das Wasser nicht kippt oder schlecht wird.
Aber trotz alledem muss man das Mengenverhältnis anpassen. Also ist schon ganz wichtig. Alles ist ordentlich gewuselt, muss ich sagen. Sieht richtig klasse aus und gut gewachsen. Achso, jetzt zu der Thematik Futter. Ich zeige es nochmal, denn die bekommen ja auch Staubfutter. Das sieht man jetzt auch hier. Ne? Und sollte das heute Abend noch nicht weg sein, dann werde ich morgen nicht füttern, weil das muss erst aufgebraucht sein. Gut, wir haben zum Glück auch hier kleine Schnecken mit drin, Posthornschnecken, die fressen das dann auch schon mal von der Oberfläche, weil das ist ja auch filterlos hier, dürfen wir nicht vergessen, also hier ist keine Bewegung drin und bis das Futter untergeht, das dauert natürlich, weil es eben auch viel vegetarisch ist. Aber ganz wichtig, das Ganze zu beobachten. Es kann durchaus sein, dass heute Nachmittag, wenn sie mehr Hunger haben, die kleinen Babys alle hier an den Blättern von der Salvinia minima sitzen und dann auch schnabulieren von der Oberfläche. Ne? Aber das muss man beobachten. Das ist so. Du musst einfach beobachten. Ganz wichtig, wie alles andere auch. Beobachten, beobachten und nochmals beobachten. Deswegen gucke ich also tagsüber mehrmals hier rein, um die Entwicklung zu sehen, ne, wie was ist. Denn wenn Futterreste da sind, wie wir es jetzt hier halt gegeben haben, ne, das, ne, und das kann aber heute Nachmittag anders aussehen. Da muss man einfach immer wieder mal ein Auge drauf werfen. In dem Sinne, auf jeden Fall, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Also ist so faszinierend. Also, guck, die sitzen viele doch schon hier oben. Ne? Guck mal, eine ganze Menge. Ja, die warten ja Dinge, die da unten runterfallen. Und schnabulieren das dann ganz in Ruhe, ohne Stress, dann weg. Alter, das hat so gut funktioniert. Hammer. Aquarium-Talk, Garnelen-Talk, Aquaristik-Talk. Ja, hat sich jetzt so ergeben, bedingt dadurch, weil sich viel entwickelt hat in der Zeit, wo ich jetzt krank war. Und es also einiges zu tun gibt, wo ich euch nach Möglichkeit mitnehmen werde auf die Reise insgesamt. Aber auch hier kann ich nur empfehlen, es ist eine Serie, ne, und dementsprechend macht es Sinn, die Serie auch zu gucken. Es gibt eine Playlist extra dafür, ein Bild habe ich so verlinkt mal zwischendurch oder wie auch immer, Endcard oder unten in der Videobeschreibung, eigentlich eher weniger, dann in der Infocard. Auf jeden Fall haben wir gemeinsam viel gelernt und sind auf einem Erfolgskurs, nicht nur in der Pflege und Haltung, sondern speziell jetzt auch in der Fütterung der Garnelen. Ne? Und das wird nochmal im Laufe des Jahres sehr interessant werden. Aber wie gesagt, ob ich jetzt wirklich alles preisgebe, wie ich das Futter zusammenmixe, bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher, weil ja, wenn ich dann wirklich mal, ich sag mal, ein, zwei Jahren so einen großen Erfolg habe damit, wäre es ja Blödsinn, wenn andere das schon kopiert hätten. In dem Sinne, ne? Ja, Futter ist nicht gleich Futter, das habe ich schon kennengelernt. Also es ist, ach so, in der Thematik wäre es jetzt aber doch ratsam und wichtig. Aber wie gesagt, ich habe so viel im Moment nachzuholen, tatsächlich die Parameter der einzelnen Becken hier einmal komplett durchzuchecken. Ich werde euch dann nicht komplett mitnehmen können, weil das dauert einfach zu lange. Aber es wäre wichtig, ne? Also jetzt nicht nur pH-Wert, Mikrosiemens-Wert, weil das schon wichtig ist, klar, auch beim Füttern, denn auch dadurch können sich Parameter verändern, aber auch Nitrat, Nitrit, Ammonium, Ammoniak ist so eine Sache, kann man auch noch messen, wenn man möchte, aber wenn, ich sage so wie es ist, wenn kein Nitrit und kein Nitrat da ist, dann ist auch kein Ammonium oder Ammoniak da, es sei denn, du hast jetzt gerade eben einen Fehler gemacht und das Becken ist gerade eben gekippt, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit, also da müsste man schon wirklich was ganz Schlimmes gemacht haben. Also das kann eigentlich nicht passieren. So, also in der Thematik wäre das wichtig, die Parameter auf jeden Fall zu checken. Wie das mit der Fütterung ist, da geht es dann nämlich auch um Wasserwechsel. In der Regel sagt man ja einmal die Woche einen Wasserwechsel, einen Teilwasserwechsel. Wir haben dann so bei uns bei 30%, manche Leute machen 15%, andere 10%, andere machen auch alle zwei Wochen 50%. Da gibt es verschiedenste Verfahrensweisen, Möglichkeiten. Muss auch jeder für sich selber gucken, wie die Parameter insgesamt zusammenpassen. Das ist eben das Insgesamte, die ganzen Parameter. Beobachten, messen, checken, das ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Also für uns jetzt hier zum Lernen auf jeden Fall. Ne? Ob du das dann machen musst oder nicht, ist eine andere Sache. Wenn du Erfolg hast, voraussichtlich nicht. Wenn du ständig Probleme hast, dann wäre es schon wichtig. So, in dem Zusammenhang dann Wasserwechsel. Genau, ist jetzt so, ich bin ja auch besser gefahren tatsächlich mit einmal die Woche. Ich habe es schon mal rausgezögert auf zwei Wochen im Intervall, habe das dann auch
zweimal, glaube ich, gemacht oder dreimal. Und dann gab es tatsächlich Probleme. Dann sind Tiere gekippt. Ne? Also war das nicht so gut. Und da bin ich zurückgesprungen, auch wieder auf einmal die Woche, Wasserwechsel 30%. Seitdem lief es dann richtig klasse wieder, ohne Probleme. Nur ist es aber so bedingt durch meine Krankheit, habe ich jetzt einige schwören lassen. Und, aber auch beobachtet noch, ne? Ganz klarer Fall. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass insbesondere bei einigen Becken es so ist, dass ich nicht zwingend mehr jede Woche Wasserwechsel machen muss. Aber das muss ich auch wieder fortlaufend beobachten. Das heißt also jetzt nicht, dass ich jetzt einmal sage, ich habe jetzt drei Wochen keinen Wasserwechsel gemacht, das funktioniert. Weil, wenn ich jetzt Wasserwechsel mache und dann erst wieder in drei Wochen Wasserwechsel mache, könnte es vielleicht dann doch wieder zu Problemen kommen. Ne? Weißt du, was ich meine? Also man muss da schon akribisch alles beobachten, das ganze Zusammenspiel, nicht nur der Garnelen, des Wassers, des Bodengrundes, der Materialien, die drin sind, sondern auch der Pflanzen, die drin sind, inwieweit beispielsweise Schwimmpflanzen dafür sorgen, dass es Probleme gibt. Deswegen habe ich dieses Rundglasbecken ja auch, was da vorne steht, ne, was wir auch gesehen hatten, wo die Wilden drin sind, jetzt unbewusst zuwachsen lassen. Normalerweise mache ich das nicht, obwohl es immer wieder passiert, ne, weil die wachsen so schnell, die Pflanzen, diese Schwimmpflanzen, die Salvinia minima. Aber da belasse ich es jetzt tatsächlich so, weil auch in der Thematik geht es um Wasser, Sauerstoff, Austausch aus der Luft ins Wasser. Stören die Schwimmpflanzen, wenn das zugewachsen ist? Oder haben die einen positiven Effekt? Nehmen die Pflanzen beispielsweise CO2 auf und produzieren Sauerstoff? Klar machen sie das, das wissen wir. Aber sind sie in der Lage, dann über den Wurzelbereich oder über die Blattunterfläche, sage ich mal, den Sauerstoff ins Wasser abzugeben? Weil das kann man ja nicht sehen. Ne? Das kann man nicht sehen. Da kann man also nur aus Erfahrung lernen. Also beim Machen in dem Sinne, wie bei vielen anderen Sachen auch, die wir hier im Kanal erleben. Das ist ja eigentlich auch Bestandteil des Kanals. Ne? Einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid und schon funzt die Geschichte. Und man erfährt viel mehr als aus der Theorie oder aus dem Nachgesagten oder Abgeschriebenen. Das sehe ich auch oft bei, ich sag's mal, bei Menschen, wo ich denke, die haben wirklich Erfahrung, aber die erzählen genau das, was viele andere auch schon erzählt haben. Und daraus ergibt sich wieder, dass andere, die das gucken, denken, das muss dann ja auch so richtig sein, das wieder auch so erzählen, niederschreiben und publizieren. Deswegen bin ich dann halt, oder fahren wir die Schiene hier, etwas auszuprobieren, wo man sagt, nein, das geht nicht. Und da geht's doch. Ja, das ist eine Thematik, die also mega interessant ist. Also richtig krass. Und das macht am meisten Spaß bei der ganzen Sache. Aber nach wie vor im Wohl oder im Sinne der Tiere. Das ist ganz wichtig. Ne? Also da darf es natürlich nicht zu Problemen kommen. Deswegen sind Erfahrungswerte wichtig. Ne? Also man lernt aus dem, was man macht. Und aus diesem, was man gelernt hat, kann man wieder etwas lernen und Schritt für Schritt so langsam weitergehen. Also nicht alles auf einmal machen, weil da hast du einen bunten Mischmaschsalat und dann geht irgendwas schief und du weißt gar nicht, was schief gelaufen ist. Ne? Ist so. Okay. Meine Lieben, es war sehr umfangreich heute, denke ich mal, aber auch sehr wichtig, wieder mal tiefer in die Materie einzutauchen. Und das werden wir auch in der nächsten Zeit wieder intensiver gemeinsam machen. Weil es eben mega interessant ist zu sehen, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt. Also nicht was, ich sag's nochmal, was niedergeschrieben wurde, was alle abschreiben. Oder was einer erzählt hat und alle erzählen das. Das ist so, diese, was mich auch so ein bisschen fuchst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses, es ist schon Propaganda, kann man sagen. Ne? Einer erzählt, nächster erzählt. Ne? Weil der muss ja recht haben, weil der hat ja immer recht oder der hat ja Ahnung, voraussichtlich. Aber ob diese Ahnung wirklich Ahnung ist oder Wissen ist oder einfach nur. Ne? Weißt Bescheid, was ich meine? Ja, das ist so. Also da muss man sich, muss man sich nicht, sondern dann machen wir das hier. Und, ja, ich denke mal, wir werden auch sehr interessante Details stoßen im Reich der Aquaristik und der Pflanzen, auch im Zusammenspiel. Wobei, wie gesagt, nochmal kurz, ich bin kein Chemiker, ich habe kein Labor, ich kann vieles nicht nachmessen, was wichtig wäre. Eigentlich, ne, tatsächlich. Aber ich muss sagen, wir müssen aus den Erfahrungen lernen. Ne? Also nicht aus dem, was ich irgendwo gelesen habe oder gehört habe, sondern im Gegenteil, ich schotte mich da auch ab, ganz ehrlich. Ne? Ich schotte mich da ab und ignoriere das, sondern gehe dann einen eigenen Weg und versuche etwas Neues in dem Sinne herauszufinden, auch wenn ich das Rad nicht neu erfinde in dem Sinne, aber dann doch für Fakten sorge. Ja, darauf kommt es an. Okay, insgesamt doch ziemlich viel heute, aber ich muss sagen, das war mir doch jetzt alles wichtig zu sagen. Manchmal ist aber auch so,
Ich plane das ja nicht. Ne? Ich habe ja kein Skript, wo ich sage, das und das muss ich abarbeiten, das und das muss ich sagen, das und das muss ich erzählen, Notiz hier noch und das müsste ich noch. Und nein, das kommt aus dem, was da oben drin ist, was ich mache, kommt das raus. Ne? Das ist dann so. Ja, okay. Auch wenn ich vielleicht manchmal Blödsinn erzähle, wobei ich das nicht weiß, weil vieles lernen wir noch. Ne? Nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Wir lernen. Wir lernen gemeinsam. Gemeinsam und schaffen dann auch dementsprechend Fakten, die auch wichtig sind, insbesondere auch hier beispielsweise nochmal gesehen, ne? Das ist auch so ein Bäumchen, wo man, ach, jetzt habe ich es vergessen. Ach, siehst du mal. Aber jetzt weißt du schon, was es geht. Ne? Okay, machen wir dann im nächsten Film auf jeden Fall, weil das habe ich schon dreimal jetzt insgesamt vergessen. Aber okay, ist nicht so schlimm, läuft ja nicht weg. Und in dem Sinne geht es auch da ganz bald weiter mit Futter selber herstellen. Aber wie gesagt, ob ich alles verrate, ich weiß nicht, weil da kriege ich ja kein Geld für. Ne? Und wenn ich alles so einfach rausschmeiße und alle machen es nach und verdienen damit Geld, das ist auch blöd, ne? Da beiße ich mir selber ins Knie in dem Sinne. Naja, okay. Aber mal gucken, wo die Reise hingeht.